gemeines Schwein. Nachdem ich hergezogen bin, ist mir aufgefallen, dass mein Apartment viel zu groß für meinen Eneko und mich ist. Wir fühlen uns ein bisschen einsam. Soll das eine Anmache sein? Wenn ja, ist sie echt schlecht. Gegen Sprechanlage, willst du klingeln? Hallo. Niemand meldet sich. Okay, dann gehe ich einfach mal rein. Warum meldet ihr euch nicht? Dreckspack! Was kein Mülleimer. Hi. Meine Oma war früher so stark, dass sie gemeinhin als Reihumschreck bekannt war. Aber seit Opas Tod ist sie nicht mehr dieselbe. Die Belger aus der Nachbarschaft nennen sie hinter ihrem Rücken schon die Rühr-um-Omi. Hä? Was willst du von mir? Willst du dir etwa auch einen Reihumkampf mit mir liefern? Ich habe keine Lust, ich habe einfach keine Lust. Ich will doch einfach nur meine Ruhe. Es tut mir schrecklich leid, aber bitte geh wieder. Aber Omi, willst du deinen Besuch einfach so vor die Tür setzen? Komm, gib dir einen Ruck und kämpfe gegen sie. Ich bin mir sicher, es wird dir gut tun. Wenn es denn sein muss. Meine süße Enkel kann ich einfach keinen Wunsch abschlagen. Egal wie viel Arbeit das für mich bedeutet. Komm her, Oma. Bist du doch rüstig oder was? Fräulein Reihumkampf Dreher. Ah. Nein! Nein, nicht diese Scheißaffen! Oh, ich hasse diese Kackaffen! Ah. Ah, tut mir einen Gefallen und sterbt einfach alle! Diese Kackaffen, ich hasse diese Affen! Ich fand sie schon im X-Let's Play zum Kotzen! Drecksaffen, ey! Ah. Kratz ab! Los, Emmy, erlöse uns von diesen Affen! Scheiß Brokkoli-Kopf! Oh Mann, wieso diese Affen? Ah! Stirb! So, sie sind weg. Yeah, Level 70 für Emmy! Woo! Yeah, Level 68 für Kitschikitschü! Und das war's. Dachte ich mir doch, dass das passiert. Das schlägt ganz schön aufs Gemüt. Ja, noch mehr Depri-Oma-Action. Omi-Liebe! Sind wir jetzt endlich fertig? Ich bin doch da kaputt. Hier, das ist für dich. Als Dank dafür, dass du etwas Zeit mit meiner Großmutter verbracht hast, weil ich da keinen Bock drauf habe. Das ist aber ziemlich herzlos von dir. Jetzt nicht. Ich habe die Nase voll für heute. Ich brauche meine Ruhe. Also verschwinde bitte! Ist ja gut. Hi, red mit mir. Einmal pro Tag, ja, ja, ganz toll. Wir werden uns nie wieder sehen, alte Oma. Bitte hab ein seliges Ende. Da darf ich nicht rein. Da darf ich nicht rein. Hier darf ich rein. Ob man uns hier auch mal was schenkt? Was? Oh, dann Latias und du. Versteht ihr euch gut? Na, wie sieht's aus? Ja, tun wir. Willst du eigentlich, ja? Natürlich damit eine Radeln. Was Namen zu verpassen? Band des Schocks? Hä? Was auch immer. Schmeißt doch mal jemand Überreste in den Müll. Wie kann man nur so nicht verschwenderisch sein? Das ist mir ein Rätsel. Jetzt bin ich einmal hier durch, ne? Alles klar. Und dann hätten wir das ja mal. Ab ins Erdgeschoss. Bing bong. Wip, wip. Dab, da, la, 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 la. So, jetzt geht's erstmal auf zu den Meteorfällen. Das haben wir uns jetzt verdient, nachdem wir uns mit den ganzen Hammeln hier rumgeärgert haben. So, warte mal. Ich muss mal kurz hier was wegmachen. Diese ganze Verkabelung nervt langsam. So. Warte mal, Meteorwelle.
Meteorfälle, die waren... Bin ich jetzt total blöd? Ah. Cool, man kann... Oh, wusste ich gar nicht. Blau-Wechselfeld. Ich wusste gar nicht, dass man auch die Höhe bestimmen kann. Das ist ja nice. Metall möchte ich nicht. Na, endlich! Mit der Aufhörer wurde auch Zeit. Manchmal ist es ein bisschen teilweise doof mit der Lenkung, ne? Also hier einen Zielort zu treffen, meine ich damit. Aber er hat es ja noch geschafft. Direkt davor. Bevor wir es vergessen, einmal den hier, weil ansonsten kriege ich eine Krise. Da oben war, glaube ich, nichts, ne? Stimmt, da oben war nichts. Hui! Schnauze! Ich habe das Gefühl, ich möchte surfen. Und dann habe ich noch das Gefühl, ich möchte einen Wasserfall heraufsteigen. Ah, komm schon! Alpha! Wolke, Schirm, Wolke! Wusch! Und da sind wir schon. Na, wenn das mal nicht flott ging, dann weiß ich es auch nicht. Und ein Sternstaub. Sehr schön. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch erstmal alles erforschen, während wir die Delta-Episode versuchen voranzutreiben. Sowieso kleine Viehtreiber, ne? Da ist ein Durchgang. Hier ist nichts. Da können wir noch hin. Ich habe keine Ahnung, ob uns das was bringt, ob da irgendwas versteckt ist oder so. Ich weiß es natürlich nicht. Ist ja noch alles relativ blind für mich. Ich bin eine Ameise. Schnauze. Wo kommen wir denn da hin? Bin gespannt. Das ist... Hier geht ein Trainer. Bäh. Ja, ich möchte... Ja, jetzt werden wir auch noch belästigt. Dieses Kostüm trage ich nicht zum Spaß. Ich bin ein Drachenprofi. Also habe ich keine Wahl. Du laberst Stoß, Junge. Du laberst Stoß. Altaria, du siehst aus wie so ein schwuler Hippie im Anzug. Im Pyjama. Im Pyjama passt ganz gut. Auf jeden Fall. Vierfach schwächer hier, komm. Batz, kratz ab. Was für ein Profi. Ja, Missverständnis. Du bist ein Missverständnis. Dein Leben ist ein Missverständnis. Da. Okay. Lass mal gucken, was wir hier oben haben. Jetzt werden wir aber mit Kämpfen zugespammt. Das ist echt nett. Wir drücken die einfach mal ganz schnell durch. Ich möchte ja nicht ewig rumrennen. Außerdem, je schneller ich das Let's Play durchhabe, umso schneller kann ich mich auf bestimmte Sachen vorbereiten. Konzentrieren, besser gesagt. Die ich noch vorhabe. Nämlich mit Omega Rubin. Komm, so nur mal nebenbei, ne? Machen wir mal einen Schock auf dich. Ein Sensor auf dich. Ausdauer. Okay. Ausdauer sorgt dafür, dass man nicht krepiert. Alles klar. Blödes Vieh. Ihr seid so zeitverschwenderisch. Ah, ich hasse euch. Grilles. Es ist fehlgeschlagen. Ist auch gut so für dich. Schockierende Niederlage. Ein paar Erfahrungspopel. Und der Flammenwurf. Specky wurde platt gemacht. Und die beiden sind jetzt endlich weg vom Fenster. Der eine, der Typ sieht aus wie Kurt. Nicht wie Kurt, hier, von Yoto, der Arenaleiter, ne? Oh.
Das ist der richtige Weg? Okay. Janine, das Meteoritenstück befindet sich bereits in meinem Besitz und wie erwartet, ergibt nun alles so langsam einen Sinn. Erlaube mir, dir diese ehrenwerte Dame vorzustellen. Sie ist eine leibhaftige Nachfahrin der Meteoraner. Was? Ja, das bin ich. Als Nachfahrin der Meteoraner ist es bei der Aufgabe, das Wissen um die Megaentwicklung und ihren Ursprung Rayquaza zu hüten und an die Nachwelt weiterzugeben. Vor langer, langer Zeit wurde die Hohenregion von einer Katastrophe nach der anderen heimgesucht. Immer wieder stand sie kurz vor der Zerstörung, sei es durch die unzähligen Meteoriten, die auf Hohen herabregneten, oder durch das Wüten der urzeitlichen Pokémon in ihrer Protomorphoseform. Doch glücklicherweise eilte Rayquaza den Bürgern Hohens stets zu Hilfe. Es heißt, die auserwählte Wissenshüterin trat vor einen Stein, der in den Farben des Regenbogens leuchtete, und rief voller Hoffnung Rayquaza an auf sein Smartphone. Dessen Körper hüllte sich daraufhin in gleißendes Licht und nahm eine völlig neue Form an. Diese Verwandlung, so heißt es weiter, soll Rayquazas Kraft ins schier Unermessliche gesteigert haben, sodass sie selbst die der urzeitlichen Pokémon nach der Protomorphose übertroffen habe und somit gerade Rayquaza ins AG-Tier auf Turnieren. AG-Tier? Was ist denn das? Anything goes. Ah, ich verstehe. Und ein Stein, der in Farben des Regenbogens leuchtet, die Hoffnung der Wissenshüterin und dann diese neue Form, die Rayquaza angenommen haben soll. Die Parallelen zu Mega-Entwicklungen sind nicht von der Hand zu weisen. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ein Pokémon, ein Stein, dem eine besondere Kraft innewohnt, sowie ein menschlicher Mittler. Viele Jahre später begannen die Menschen, diese Form der Verwandlung Mega-Entwicklung zu nennen. Ich verstehe, dann kam die Menschheit also erstmals mit dem Mechanismus der Mega-Entwicklung in Berührung, als Rayquaza sich ihnen offenbarte. Aber eine Frage brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Was genau hat es mit dieser Wissenshüterin auf sich? Wissenshüter sind Menschen, die über das Wissen und die Macht verfügen, Rayquaza heraufzubeschwören, wenn unsere Welt von Unheil heimgesucht wird. Die rechtmäßige Wissenshüterin unserer Zeit heißt Amalia. Amalia hat bereits die Initiative ergriffen und tut alles in ihrer Macht Stehende, um das Unheil abzuwenden, das diese Welt nun zum dritten Mal zu zerstören droht. Um die Beschwörung Rayquazas vorzubereiten, hatte sie eine gewisse Organisation unterwandert, die danach strebte, eins der urzeitlichen Pokémon zu erwecken. Inzwischen durchstreift sie jedoch auf eigene Faust Berg und Tal und sammelt Schlüsselsteine. Wusste ich's doch, dann war diese Frau im Rumpfzentrum, also wirklich eine Meteoranerin. Wer hätte gedacht, dass sie für die Wiedererweckung der urzeitlichen Pokémon mitverantwortlich war? Seine unvorstellbaren Kräfte und die verheerende Naturkatastrophe, die es hervorgerufen hat, waren ihr offenbar völlig egal. Hat sie je auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wie viel Leben unschuldiger Menschen und Pokémon sie damit in Gefahr gebracht hat? Hält sie das etwa für ein unvermeidliches Opfer, um den Planeten vor dem Meteor zu retten? Bedenke zweierlei, ehe du vorschnell urteilst. Erstens muss das Gleichgewicht der Dinge gewahrt werden. Und zweitens möchte ich dich daran erinnern, dass sich die Geschichte stets wiederholt. Um den Planeten vor dem Untergang zu bewahren, mussten wir Meteoraner stets große Opfer bringen. Wir haben immer unser Bestes gegeben, um zu gewährleisten, dass der Frieden auf diesem Planeten möglichst lange andauert. Diese Welt mit all den Menschen und Pokémon sowie der Vielfalt der Natur konnte nur dank früherer Opfer weiter existieren. Mann, so viel zu lesen! Da tut mir schon der Arsch von weh! Einmal richtig hinsetzen. Vielleicht irre ich mich ja, aber seid ihr selbst nicht auch bereit, Opfer zu bringen, um eure Ziele zu erreichen? Amalia wird ihre Ziele mit wilder Entschlossenheit bis zum letzten Atemzug verfolgen, wohlwissend, dass der zu zahlende Preis immens sein wird, wohlwissend, dass sie unter Umständen selbst ihr Leben dafür opfern muss. Da glotzte was? Ich verstehe. Danke, das war sehr aufschlussreich.
Irgendwie habe ich da ein ungutes Gefühl und mein Gespür täuscht mich nur selten. Ich muss zurück nach Metaros City zu Devon Corporation. Gruselig. Wie episch! Aerodactylonid, was für Name. Ist gut, Junge. Und ein Superschutz, meine Fresse. Läuft das Ding sofort amok hier. Okay. Oh, ich komme nicht mehr dahin. Verschwinde! Ah, das war doch der Lutschkopf, den ich übersprungen habe. Stimmt ja. Dann gehen wir einmal kurz hier wieder rüber. Dann surfen wir nochmal nach da ganz oben, damit wir nochmal rechts gucken können, bevor wir da irgendwas übersehen haben. Dafür müssen wir einmal nach unten. Langsam nähern wir uns. Ah, okay, hier komme ich hin. Cool. Finde ich wirklich sehr cool. Sternstück. Extra neben den Felsen gelegt, damit man denkt, ah, da ist ein Felsen. Ich habe ja keinen Detektor auf, also weiß ich schon, wo ich hin muss. Arschlöcher. So, hier gibt es so viel zu fangen, aber ich habe keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Na, wo kommen wir denn hier hin? Okay. Und hier bin ich jetzt... Ah! AP Top. Ein Top AP. Das ist ja geil. Danke. Und das war's schon. Da kann ich wahrscheinlich gleich noch hochschippern. Da bin ich sehr gespannt, ob ich da noch hinkomme. Und dann wollen wir mal jetzt da oben in die Höhle gehen. Gut, dass ich jetzt hier unten rein bin, damit ich hier nicht nochmal hin muss. Und da läuft immer noch eine im Kreis. Das ist, glaube ich, dieselbe Tuse, die wir schon übersprungen haben, wenn ich mich nicht irre. Und... Da war eben ein Ausrufezeichen in dem Radar. Episch. Ah. Drachenklaue. Geil, danke. Yeah. Wir finden langsam allen möglichen Scheiß, den wir brauchen. Also, den ich für später brauche. So züchtmäßig halt, ne? Ach, Fresse. Bälle. Warum war eben jetzt ein... Ausrufezeichen da drin und jetzt nicht? Oder was ein besonderes? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt doch etwas, was ich nicht wirklich weiß. Ach komm, verzieh dich doch einfach. Jetzt muss ich nochmal hier rauf. Ruhe! Dann hier. Dann hier, Plex. Muss ich jetzt hier durch? Ich bin... Ah! Da. Ah, hier bin ich richtig. Genau, ich muss hier... Alter, ich bin jetzt leicht verwirrt. Verwirrt. Hier runter. Da müsste ich doch... Ja, jetzt bin ich wieder hier. Hui. Ach, Mann! Eben hat es mir nicht gesagt, aber jetzt, oder was? Ah, Bitch, Alter. Ich hab keinen Bock, gegen dich zu kämpfen, weil du sowieso nichts auf dem Kasten hast. Siehst du, Wischu, ein Pokémon. Wahrscheinlich ist es nur irgendwas mit 40. Oder knapp unter oder knapp über 50. Das lutsche ich weg wie nichts. Ah, diese knapp unter 50. Hier, verrecke. Nervnickel. So, bist du zufrieden? Blöde Ziege, hau ab! Mit deinem Schweißfuß. Mann, ey. Boah. Kann man nur so nervig sein. Ich rege mich nicht auf. Ich doch nicht, nein. Aha. Hat sich ja voll gelohnt. Verschwinde!